Soundart Zeitton. Das Buch ist mir immer bekannt gewesen und ich habe es auch gelesen. Das hat mich eigentlich so am Rande immer begleitet. Das war mir immer präsent, sagen wir so. Und nie die Idee gehabt, etwas damit zu machen. Aber die Vorstellung, dass das Serapionstheater mit dem Sirene Operntheater zusammenarbeitet für eine Alice, haben wir gedacht, das könnte was werden. Kurt Schwärzig, Wiener Komponist, Jahrgang 1935, hat mit Alice, Revue in Three Parts, 80 Minuten Musik auf ein Libretto von Christine Tornquist geschaffen. Der Text basiert auf Lewis Carrolls fantasievollen Geschichten Alice in Wonderland und Through the Looking Glass. In der kommenden Stunde stelle ich gemeinsam mit dem Komponisten das Werk vor, das im Herbst 2023 beim Festival Wien Modern in einer Koproduktion von Sirene Operntheater und dem Serapionstheater im Odeon uraufgeführt worden ist. Marie-Therese Rudolph begrüßt Sie zu einer Teilwiedergabe von Kurt Schwärzigs Alice. In diesem ORF-Mitschnitt wirken mit Romana Ammerling, Sopran, Solmaz Adeli, Mezzosopran, Armin Kramer, Countertenor, Gernot Heinrich, Tenor, Andreas Jankovic, Bariton, Steven Jescherek, Bassbariton und Anna Grigalaschwili in der Sprechrolle von Alice. Es spielt das Ensemble Sirene Orchester unter der Leitung von François-Pierre Decon. Zu Beginn beschreibt das Solistenensemble in Curiouser and Curiouser den Sonne, der in der Nacht aufs Meer scheint, und die Mond, der das gar nicht recht ist. Thank you.
Mit einem verstimmten Klavier entführt Kurt Schwerzig das Publikum in eine verwunschene Welt. Als wiederkehrendes Klangmotiv taucht es immer wieder auf. In seine Geschichten hat Lewis Carroll Gedichte eingebaut, die zum Teil auch in das Musiktheaterstück übernommen wurden. Es war die Aufgabe der Librettistin Christine Tornquist, die Textmenge massiv zu reduzieren, wobei sie die originale englische Vorlage verwendet hat. Eine gemeinsame Entscheidung mit Kurt Schwerzig, denn sonst ginge der skurril intelligente Wort- und Sprachwitz des Autors verloren. Der Witz ist ein ganz charakteristisch englischer, der immer mit Wortspielen hantiert. Das ist sehr schwer zu übersetzen und wirkt immer ein bisschen umständlich. Und den Jabberwock zum Beispiel, der ja auch der Enzensberger hat den übersetzt. Und man muss bedenken, der Jabberwock, einige Phrasen daraus sind in das alltägliche Englisch übergegangen. Aber vieles aus der Alice, also zum Beispiel Curiouser and Curiouser, das sagen die Leute ohne weiteres zwischendurch. Ich habe ein paar Lieder vorweg geschrieben, beginnend mit dem Jabberwock. Und die Christine hat sich das von der Sonne und dem Mond gewünscht, am Anfang, weil sie gesagt hat, das gibt die Atmosphäre. Und diese absurd witzige Situation, dass die Sonne in der Nacht scheint und der Mond sich darüber beklagt oder die Mond sich über den Sonne beklagt, das steht ihm überhaupt nicht zu, in der Nacht zu scheinen. Und damit beginnt das. Und damit steigt man in diese Märchenwelt ein. Alice ist im Kaninchenbau weit hinuntergefallen. Rundherum sind nur noch verschlossene Türen und das Kaninchen ist verschwunden. Sie probiert den goldenen Schlüssel an allen Türen aus. Erst bei der letzten sperrt er. Doch diese Türe ist viel zu klein für sie. Da entdeckt sie ein Fläschchen mit der Aufschrift »Drink me«.
yesterday. Das Getränk hat Alice schrumpfen und der Kuchen hat sie wachsen lassen. Die fantastischen Vorkommnisse in Lewis Carrolls Alice-Geschichten sind keine klassische Kinderliteratur. Virginia Woolf hat ihre Wirkung treffend beschrieben. Das sind keine Bücher für Kinder. Es sind die einzigen Bücher, in denen wir zu Kindern werden. Ähnlich ist es mit der Faszination von Märchen, die nur unter gewissen Voraussetzungen ihre Magie entfalten können. Kurt Schwärzig? Es gibt eine Sucht nach Erklärungen. Aber ich glaube, eine Märchenwelt ist einfach etwas, was man so stehen lassen muss. Das ist offenbar ein Grundbedürfnis der Menschheit, sich in irgendeiner Weise so eine Welt vorzustellen, in die man gern oder nicht gern, von der man Angst hat, in der man 7 Stunden bleibt und nach 7 Jahren wieder rauskommt oder solche Sachen, ne? Dass wunderbare Dinge geschehen können, die über unsere Fähigkeiten hinausgehen. Es ist ein Sprachkunstwerk eigentlich. Und es ist voll überraschender Ideen. Und es verhält sich ganz anders als irgendein anderes Märchen. Ich bin ja absolut dagegen, da irgendetwas tiefenpsychologisch oder sonst irgendwie hinein zu interpretieren. Die riesengroße Alice weint riesige Tränen, weil sie nicht durch die Tür passt. So ist ein See entstanden, durch den Alice nun schwimmen muss. Alice von Kurt Schwärzig, ein Live-Mitschnitt der Uraufführungsproduktion im November 2023 im Odeon beim Festival Wien Modern. Für den Komponisten ist es ein weiteres szenisches Werk, von denen er über 10 geschrieben hat, darunter auch Ballette. Es verwundert nicht, dass Schwärzig sich für Lewis Carrolls Wortwitz begeistert. Schließlich hat er auch Gedichte von Ernst Jandl und H.C. Artmann vertont, die ebenfalls Wortschöpfungen und klangsinnliche Dialektausdrücke mit feinem Humor eingesetzt haben. 2 weitere Ausschnitte aus Alice. Die Raupe wünscht, dass Alice ein Gedicht aufsagt. Doch aus ihrem Mund kommen ganz andere Wörter, als sie eigentlich will. Und dann trifft sie auf 2 Boten im Livree mit einem Brief der Königin. Sie erkennt in ihnen einen Fisch und einen Frosch. Recite a poem, repeat, out of the little fishy bee.
little crocodile. The roof is shining tin, and through the water, through the aus der Revue Alice, von Kurt Schwerzig ganz bewusst als solche bezeichnet. Es ist eine Station nach der anderen. Und so funktioniert es eigentlich am besten, glaube ich, dass man es als Revue sieht und hört. Zur Musik und zu einer gewissen Art von Musik auch. Beginn und Ende der Mad Tea Party. Alice sitzt beim 6 Uhr Tee an einer langen Tafel mit unzähligen Gedecken. Zwischen Hutmacher und Märzhase schläft ein Siebenschläfer. Exactly so. So many tea things are put out here.
Exactly so. It's always tea Exactly so. And we have no time to wash things between whiles. Then you keep moving ground, I suppose. Exactly so. As the things get used up. But what happens when you come to the beginning again? Vorbei ist die Tea Party, zu der einige skurrile Figuren aus dem Wunderland geladen waren. Wie immer bei so Gesangsstücken halte ich mich ziemlich an ein mittleres Maß des Umfangs, sodass das ziemlich viele Stimmlagen singen können. Im Fall der Cheshire Cat ist das ein Wunsch von der Christine Dornquist gewesen. Sie hätte gerne eine besondere Farbe und deswegen ist das ein Counter. Aber klar ist der Bass für den Caterpillar, wobei die Alice, die nicht selber singt, sondern die ist die Einzige, die spricht. Ich wollte einen Kontrast zwischen der realen Person und der Feenwelt haben. Und weil die Alice am meisten spricht, am meisten Text hat, wollte sie nicht singen lassen. Alice trifft im Wald auf zwei runde kleine Männer. Sie wirken, als wären sie aus Wachs. Doch mit einem breiten Grinsen beginnen sie eine seltsame Unterhaltung. So passiert es Alice dann auch mit den sprechenden Blumen. Ein längerer Ausschnitt. She gave me a good character. But said I could not swim. I sent them where the hair had come. We know it to be true. If she could push them better on. What would become of you? What would become of you? I gave her one, I gave him two, gave her three. They all returned from him to you, though they were mine before. I or she chance to be involved in this affair. It was to you to set the ring, it's set in as we were. I know she was that you had been before she made this fit. An obstacle that came between him and herself and it. Don't let him know she liked him best. But this must never be. A secret kept from all the rest. Between yourself and me. Between yourself and me. Thank you.
Tiger Lily, I wish you could talk. And can all the flowers talk? As well as you can help a great lady. Königin betritt den Garten und die Blumen erstarren. Wir lassen einige Minuten aus und steigen wieder ein ins Geschehen. Jetzt tritt die Königin auf, hinter ihr die ganze Entourage. Jeder muss beim Crocketspiel mitmachen. Und wer sich dumm anstellt, dem soll der Kopf abgeschlagen werden. Alle fliehen vor dem Todesurteil. Thank you.
Neben dem markanten, verstimmten Klavier hat Kurt Schwerzig ein Akkordeon, Bläser, Streichinstrumente und Perkussion in seiner Revue eingesetzt. Ein paar Besonderheiten sind auch darunter. In der Gerichtsverhandlung habe ich dann ein Lion's Roar verwendet. Das habe ich sehr gern. Das sollte so ein Bläh sein. Gelingt nie gleich auf dem Instrument. Und das Signalinstrument des Carnicles, das die Gerichtsverhandlung managt, führt. Da wollte ich ein skurriles Blasinstrument. Da ist eine Gießkanne, die mit einem Schlauch verlängert wird und ziemlich unartikulierte Töne von sich gibt. Das weiße Kaninchen tritt mit Signalhorn auf und bläst ausgiebig zum Gerichtsprozess. Silent in the court. Consider your verdict.
your majesty. More evidence. It seems to be a letter written by the prisoner. The prisoner. Is it directed to? It isn't directed at all. It isn't a letter, after all. It's a set of verses. Ah. Read them. Where shall I begin, please, your majesty? Begin at the beginning and go on till you come to the end. Then stop. T'was Brick-Lick and the slithy toss did Giant and Kimber in the way. Oh, Mimsy, Featherbottoms and a Marmaret outgrain. My son, the chance that bites, that claws, that catch. Beware the chapter bird, and shun the flamius and the snatch. He took his warp, a sword in hand, long time them handsome for his sword. So rested he by the tum-tum tree, and stood there hanging forth. As in uffish thought he stood, the chapel walked with eyes of flame, whiffling through the challenging wood, and marveled as it came. 1, 2, 1, 2, and through, and through, there were perpetual sickness left. He left his dead, and with his head, he stood and of paper.
Alice hat die Königin und alle anderen Figuren aus dem Wunderland enttarnt. Sie sind nur aus Papier. Sie bleibt allein zurück. Die Musik von Kurt Schwerzig endet, wie sie begonnen hat, mit einem verstimmten Klavier. Eine verwunschene Welt, ja. Das war eines der ersten Dinge, die ich mir vorgestellt habe. Ein verstimmtes Klavier müsste dabei sein. Das wäre mein Beitrag zu den mikrotonalen Bestrebungen. Und ich glaube, es hat sich sehr bewährt. In der heutigen Sendereihe Zeitton waren Auszüge aus dem ORF-Mitschnitt vom 8. Dezember 2023 im Wiener Odeon zu hören. In einer Koproduktion von Sirene Operntheater und dem Serapionstheater als Teil von Wien Modern. Gesungen und gesprochen haben Anna Grielaschwili als Alice, Romana Ammerling Sopran, Solmaz Adeli Mezzosopran, Armin Kramer Countertenor, Gernot Heinrich Tenor, Andreas Jankovic Bariton und Steven Jeschereck Bassbariton. Gespielt hat das Ensemble Sirene Orchester. Die musikalische Leitung hatte François-Pierre Decon inne. Musikaufnahmeleiter war Jens Jamin, Tonmeister Martin Leitner, der auch diese Sendung betreut hat. Herzlichen Dank an Kurt Schwerzig für die gemeinsame Vorbereitung dieser Sendung, die gestaltet wurde von Marie-Therese Rudolph.